MAD Biceps Connection. Haters of the Universe. Thema heute, Studio Gangster. Glaubst du selber nicht, dass ich jetzt die Banane in den Mund nehme, ne? Hättest du wohl gern. Ein sehr beliebtes Thema, egal ob bei den Deutschen, bei den Amerikanern, bei den Briten, bei den Franzosen, etc. Es gibt sie einfach überall und du merkst einfach immer, dass es Bullshit ist. Allein schon aus der Stadt, wo ich herkomme, kannst du sie nicht mehr zählen. Und Osnabrück ist jetzt nicht so groß. Vitaminbombe. Sehr gut. Ja gut. Typische Anzeichen eines Studio-Gangsters. In den Videoclips hast du mindestens immer eine Szene, wo die Waffe gezeigt wird oder in die Kamera gehalten wird. Natürlich hast du im Background immer eine Entourage, die böse guckt, einen Hund an der Leine haben und immer ein gewisses Outfit anhaben. Sei dann Lederjacke, Hoodie etc., je nachdem wie der Song noch ist. Fälschlicherweise denken sehr viele, dass Studio-Gangster immer einen recht poppigen, synthetischen Klang haben. Es gibt auch, weiß Gott, wie viele die Boom-Bap-Sound machen und trotzdem nur Bullshit labern. Man merkt es ihnen einfach an. Kölniger Frischkäse, mega underrated, ich sag's dir. Proteine, ist wichtig. Oftmals denke ich mir immer, was sind eure Beweggründe? Warum wollt ihr jetzt unbedingt, laut euren Lyrics, jemanden ins Gesicht schießen, aufschlitzen, sie schlagen und was weiß ich was rapen? Warum? Was genau geht in euren Köpfen vor, dass ihr dieses Image projizieren wollt? Mit Musik, die ihr veröffentlicht, die erreichbar ist auf der ganzen Welt. Ich denke mir immer, hast du viele Gangsterfilme geguckt oder was? Musst du das jetzt nachahmen? Fandst du den Style cool? Jetzt denk mal ganz genau drüber nach. Wenn du wirklich ein Gangster wärst, so ein übertriebener G, richtiger Gangster. Ich glaube, das ist ein bisschen was Besseres zu tun, als irgendwelche Songs zu schreiben, zu recorden, zu vermarkten, etc. etc. So ein Album ist ja auch nicht mal eben kurz gemacht, unterschätzen mega viele Leute. Aber das ist ein anderes Thema, ich schweife aus. Back to the topic, Studio Gangsters. Brr, brr, klick. Das ist doch nicht normal, sowas zu verherrlichen. Was ist los mit euch? Natürlich habe ich auch schon sehr viele Gangsterfilme geguckt. Ich feiere das Genre. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den Style nicht feiern würde. Den ganzen Ghetto-Style mit den Holzfällerhänden. Ist aber nur ein Kleidungsstyle, nicht weiter weltbewegend. Dass man sich aber gleich in den Songs verstellen muss und dass es teilweise in die Realität überschwappt. Und dass man auf einmal mit erhobenem Hauptes durch die Streets marschiert, seine Patrouille macht, finde ich lächerlich. Geil ist es immer, wenn du diese Menschen dann persönlich konfrontierst. Da stehen die auf einmal da. Yo, was geht? In den Videos aber ist es mehr so, du Hurensohn, Alter. Ich fick dich. Ist zum einen aber auch sehr unterhaltsam. Kontrastreich. Da sieht man oft genug auf Gigs, wie die sich alle ihren Film schieben. Die sind auf einmal alle cool. Das ist natürlich auch ein richtiges Privileg. Ich bin Backstage, ich bin, boah, bin ich heftig. Ey Digga, ohne Scheiß, wenn ich Backstage bin, ich bin glücklich darüber, wenn ich eine warme Mahlzeit bekomme und mein Bier for free ist. Alles andere ist nicht mein Scheißproblem. Das letzte Mal, als meine Jungs und ich Gage bekommen haben, hör mir auf, Alter, was für Gage. Und da sind wir wieder beim Thema Geld verdienen. Das wird auch oft genug wahrscheinlich der Grund sein, warum sich dann die Menschen auf einmal verstellen. Vor der Kamera und in der Booth. Die wollen die Leute provozieren. Auf irgendeine Art und Weise. Und sei das auf einmal mit den ganzen Gangstergelaber. Das ist eine Theorie. Andere tragen wiederum eine Maske. Oder einen ganzen Anzug. Ihr wisst, wen ich meine. Ich für meinen Teil differenziere auch ganz gerne wieder. Auf der einen Seite hast du diese Studio-Gangster, auf der anderen Seite hast du allerdings offen gestandene Kunstfiguren, die auch nach außen hin genauso kommuniziert werden. Ein Kollege der Boss ist nach außen hin eine Kunstfigur, die kommuniziert wird. Ein Bushido ist für mich keine Kunstfigur, die nach außen kommuniziert wird. Auch ein Ice Cube ist für mich eine Kunstfigur. Nach außen hin hat er immer kommuniziert, in Interviews etc., dass er diese ganzen Gangster-Stories mehr oder weniger miterlebt hat. Aber selber eher weniger daran beteiligt war. Er war ja nicht mal in einer Gang. Apropos Gangs. Viele verherrlichen auch das Leben eines Gangsters aus Gangs. Die bekanntesten werden wohl sein Bloods and Crips. Ich habe mir viele Dokumentationen über die Gangs angeschaut. Und ich finde das Leben von den Menschen darin eher bemitleidenswert und traurig. Sie werden alle in einen Teufelskreis reingeboren, wo in den meisten Fällen nicht mal eine Chance gegeben wird, ein alternatives Leben zu führen. Wasser. Mega wichtig. Studio Gangster. Sind ein Thema für sich. Ich persönlich finde auch, dass oftmals Musik zu schnell als Gangster abgestempelt wird. Wenn man im Song eine Line hat von wegen du Hurensohn, dann ist es nicht gleich Gangstermusik. Es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, dass ich keine expliziten Lyrics hätte. Wenn du aus deinem gehobenen Yuppie-Viertel kommst, unterhältst du dich natürlich auch ganz anders. Dann würde aber dein Rap, wenn du rappen würdest, auch anders klingen. Jemand, der von den Straßen kommt und Songs macht, hat natürlich eine ganz andere Ausdrucksweise aus seinem sozialen Umfeld. Und das dann direkt als Gangstermusik abzustempeln, finde ich vorschnell. Richtig fett finde ich es ja,
wenn du dich mit Leuten unterhältst, die mit Rap eher weniger zu tun haben. Bla 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 und irgendwann kommen wir auf das Thema Hobby zu sprechen. Früher habe ich mich immer etwas gesträubt und das Thema Musik unerwähnt gelassen. Heutzutage stehe ich dazu. Ich sage dann sowas wie, ja, ich mache schon etwas länger Musik, hauptsächlich Rap und Hip-Hop. Und ganz oft kommt dann diese Reaktion. Ach so, so richtig Gangstermusik, hä? Rap mal was vor. Dein Scheiß ernst? Um das Thema Studiogangster zusammenzufassen. Ich als Musiker versuche mich in meiner Musik wiederzuspiegeln. Ein Studiogangster hingegen spiegelt völlig verkehrte Weltbilder wider. Das wäre vom Ding her alles, was mir zum Thema Studiogangster einfällt. Wie gehabt, wenn ihr irgendwas unstimmig oder unsinnig findet, schreibt es in die Kommentare. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet oder was ihr darüber denkt. Falls ihr noch nicht mal ein Video zum Song Mad Lad Rap zu Assi gesehen habt oder die letzte Folge zum Thema Oldschooler, klickt einfach auf das i und die Vorschläge werden euch angezeigt. In der Beschreibung wieder die ganzen Standardlinks, Soundcloud und Instagram von mir, Website, Facebook, YouTube und Soundcloud von der Bizeps Connection. Peace. Hier kommt der Gigi Gangster. Ich schreibe mein Album über Nacht. Nutti, hier kommt Unterhaltung für den Knast. Weil alles schwarz-metallic bleibt, ich bin der, der seine scharfe Knarre zeigt. Krasser Typ.